nach Friedrich Hölderlin. Wie wenn am Feiertage das Feld zu sehen. Hinterm Haus er stand, so stehen wir überall. Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen. Auch über diese Heide, Lichterketten, fremden Felder. In sein Gestade wieder tritt der Strom. Und ich fall auch mit einem Schlag ins Bett zurück. Und von des Himmels erfreuendem Regen rief ich noch, wenn ich schon wieder eingeschlafen bin. In stiller Sonne stehen die Bäume des Haines. Deutlich hörbar das Trocknen der Dinge in uns. So stehen sie unter günstiger Witterung. Wie wir stehen und vergessen, wie es sich verblutet. Allgegenwärtig erzieht in leichtem Umfangen die Vergesslichkeit uns zu Idioten, die wir sind. Drum, wenn zu schlafen sie scheint zu Zeiten des Jahrs, schläft sie eigentlich nicht, sondern schlägt, so trauert der Dichter angesichts auch. Heilt nur uns die Faust in den Hals, wie man Schafe schlägt bei der Schur. Denn Ahnen drohet sie selbst auch, wie man ruht, wenn man vergisst, sobald es passiert ist. Jetzt aber tagt's, ich hart und sah es kommen. Jetzt aber hakt's! Denn sie selbst, die älter denn die ältesten Schafe. Älter als die Schur, das Schermesser selbst. Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht. Unsere Lichterketten quer durch die Nacht sind ihr Schnuppe. Nach festem Gesetze, wie einst, aus heiligem Chaos gezeugt. Schert sie Muster in logischen Folgen, schneidet uns, zack. Die Allerschaffende, wieder, erfrägst du sie? Erträgst du sie, Schlag um Schlag, sag, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, Friedrich. Und jetzt schlafe ein. Kaube zu uns bitten, mit einigen Gedanken zu Hegel und Hölderlin. Wo Sie wollen. Ja, guten Abend. Alle kennen die Geschichte der Wohngemeinschaft zwischen Hölderlin, Hegel und Schelling. Es waren, um der Wahrheit die Ehre zu geben, noch ein paar andere Kommilitonen dort auf demselben Zimmer. Also es war keine Dreier-WG. So großzügig waren die Zimmer nicht bemessen im Tübinger Stift. Dann haben wir einen Aufbruch in die Philosophie, vor allem bei Hölderlin auch in die Dichtung. Und eine Art Höhepunkt, der aber ganz früh liegt in der Beziehung dieser drei Autoren. Und danach haben wir Schweigen. Es gibt keine Bemerkung von Hegel über Hölderlin in seinem gesamten Werk. Es gibt ein frühes Gedicht, das Hegel Hölderlin widmet. Hölderlin umgekehrt widmet Hegel keines seiner Gedichte. Und Hölderlin war ein sehr widmender Dichter. Also man hatte, wenn man mit ihm befreundet war, eine gute Chance, ein Gedicht gewidmet zu bekommen, Hegel nicht. Schelling ist ein eigener Fall. Er ist 5 Jahre jünger und kann mit 17 schon praktisch alle Sprachen des Universums, veröffentlicht jeden Gedanken, den er überhaupt hat, wird Professor, was den beiden anderen lange verwehrt bleibt, Hölderlin endgültig, und muss sich dann von Hegel in dessen erstem Hauptwerk, in der Vorrede, anhören lassen, dass es mit seiner Philosophie nicht sei. Es gibt dann noch eine Begegnung kurz vor dem Tod Hegels, zufällig, wenn man so will. Sie sind beide auf Kur im selben Karlsbad. Hegel kommt zurück und sagt, das war toll, dass ich den Schelling da getroffen habe. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Schelling schreibt, es sei furchtbar gewesen und Hegel sei so, wie er immer gewesen sei, und es sei nichts mit ihm.
Das Interessante aus der Sicht Hegels oder aus der Sicht von jemandem, der sich mit Hegel beschäftigt, an der Beziehung zu Hölderlin ist, dass Hegel zum Philosophen überhaupt erst eigentlich durch Hölderlin gemacht wird. Jedenfalls ist das eine These, die viel für sich hat. Es ist die Frankfurter Zeit. Hegel kommt als Hauslehrer aus Bern nach Frankfurt. Die Stelle wird ihm von Hölderlin, der schon dort ist, in diesem Bankhaus Gontar, die Stelle wird ihm besorgt und Hegel fügt sich, wie er das immer macht, sein ganzes Leben eigentlich ganz gut ein. Hat eigentlich nie richtig Schwierigkeiten gehabt an den Orten, an denen er war. Während Hölderlin sich in die Dame, in die Hausherrin verliebt und das geht nicht gut aus, wie wir wissen. Währenddessen vermittelt Hölderlin Hegel eigentlich die Philosophie Fichtes, die er in Jena gehört hat. Hegel hatte zuvor die Ambition, Volkserzieher zu werden und war aber alles völlig unklar, was das überhaupt sein soll, ein Volkserzieher. Und er hatte nur einen Haufen beschriebene Blätter über Christus und Kant und das Alte Testament und das Neue und überhaupt über Religion. Aber Philosophie war eigentlich nicht die direkte Ambition. Und das kommt durch Hölderlin, weil Hölderlin Ideen hat, wie man diese durch Kant und Fichte angestoßene Philosophie des Subjekts, der Subjektivität, des Ich, wie man die weiterzuentwickeln hat. Und das greift Hegel auf und, ja, was könnte man sagen, entschwindet damit. Es gibt keine richtigen Bezüge. Schelling schreibt irgendwann über den schlechten Zustand Hölderlins und sinnt Hegel an, ihn vielleicht aufzunehmen, Hölderlin. Hegel antwortet darauf nicht einmal. Trotzdem ist es so, dass man sagen kann, Hegel war der erste Philosoph der zumindest europäischen Geschichte, der Literatur überhaupt aufgenommen hat in Philosophie. Er schreibt in der Phänomenologie des Geistes ein Werk, in dem Diderot Rameaus Neffe zum Beispiel eine Rolle spielt oder die Antigone oder der Wilhelm Meister von Goethe. Das Ganze endet, diese Phänomenologie des Geistes, mit einem falsch zitierten Schillervers, vielleicht absichtsvoll falsch zitiert. Und so geht es eigentlich weiter. Also die Literatur spielt ständig eine große Rolle für Hegel in der Philosophie. Und das ist erstmals so. Das gilt für Kant nicht, das gilt für Fichte nicht, das gilt für Locke nicht. Und es gilt vielleicht nur in der einen paradoxen Ausnahme sozusagen Rousseau, wo wir einen Philosophen haben, der selber ein Schriftsteller war. Wenn man den Unterschied festhalten will zwischen Hegel und Hölderlin, über die natürlich viel geschrieben worden ist, ganze Regale. Und wenn man aber nur so ganz wenig Zeit hat, wie ich jetzt, dann darf ich Ihnen ein kurzes Zitat vorlesen aus einer Vorlesung von Hegel in Jena, also etwas, was noch gar nicht so lange gedruckt ist. Und in dieser Vorlesung schreibt Hegel über den Menschen oder spricht Hegel über den Menschen. Und er sagt, der Mensch ist diese Nacht, dies leere Nichts, das alles in ihrer Einfachheit enthält. Ein Reichtum unendlich vieler Vorstellungen, Bilder, deren keines ihm gerade einfällt oder die nicht als gegenwärtige sind. Dies ist die Nacht, das Innere der Natur, das hier existiert, reines Selbst. In phantasmagorischen Vorstellungen ist es ringsum Nacht. Hier schießt ein blutiger Kopf, dort eine andere weiße Gestalt hervor und verschwinden ebenso. Diese Nacht erblickt man, wenn man den Menschen ins Auge blickt, in eine Nacht hinein, die furchtbar wird. Es hängt die Nacht der Welt hier einem entgegen. Man kann jetzt überlegen, als Vorlesungstext vorgetragen und nicht nachlesbar, was davon verstanden worden ist damals. Man findet aber jemanden, zumindest hier, der eine ganz eigentümliche Sprache für seine Theorien entwickelt. Wenn ich versuchen müsste, ganz kurz zu sagen, was der Inhalt dieser
Sätze ist, dann ist es, dann handeln sie von der Unbestimmtheit des Menschen. Der Mensch ist eine Nacht, also er ist wie die Nacht, wo man nämlich keine Zusammenhänge sieht. Hier ist etwas da und hier fällt vielleicht ein Mondschein auf einen Baum und dann dreht man sich um und es ist wieder dunkel und dann gibt es dieses andere Bild, ein blutiger Kopf schießt hervor, wie er schreibt. Also er meint, der Mensch ist ein unbestimmtes Wesen, ein Wesen, das nicht auf irgendeinen Gegenstand, irgendein Objekt, irgendeine Vorstellung festgelegt ist, sondern vollständig beweglich agiert. Er hat dann später den Ausdruck in der Phänomenologie des Geistes, Bewusstsein ist Begierde überhaupt. Also das Bewusstsein, das den Menschen auszeichnet und ihn unterscheidet, jedenfalls nach Hegels Vorstellung von den Tieren, ist ein Instrument, um die Welt abzutasten, aber vollständig homogen abzutasten. Ja, es gibt kein, es gibt nichts, was der Mensch muss. Das kann man sagen, er muss schlafen und essen, aber die Menschen bringen es sehr weit auch in Diäten und Askese und derlei Dinge. Und was sie essen sollen und wie viel, ist ebenfalls nicht festgelegt. Also diese Nichtfestgelegtheit des Menschen, das ist in diesem Bild ausgedrückt. Und in unserem Zusammenhang würde ich sagen, hier ist der Unterschied zu Hölderlin. Wir können darüber diskutieren. Hölderlin ist dann doch jemand gewesen, der fast im Sinne des ersten Redners gesagt hat, es gibt so zwei, drei Dinge, die sind absolut essentiell für den Menschen. Natur, Liebe, das ist bei Hegel auch ein großes Wort, die Götter. Hegel ist da anders. Hegel sagt, der Mensch ist insofern die Nacht, als er mit allem umgeht, alles absolut setzt in der Geschichte, ja, ob es das Meer ist oder das Land oder der Reichtum oder die Armut oder die Revolution oder das Konservierende. Der Mensch ist insofern ein furchtbares Wesen, wenn man ihm in die Augen schaut, weiß man überhaupt nicht, wo man hin man schaut. So viel vielleicht. Herr Kaube, vielen Dank. Und dritten mit an Bord nehmen möchte ich jetzt Karl-Heinz Ott, den Autor von Hölderlins Geister. Guten Abend allseits. Der Blitz der Subjektivität schlägt in die Nacht, heißt es bei Hegel auch. Und in der Neuzeit erleben wir, dass lauter Subjektivitäten in diese Nacht rein ihre Blitze schlagen. Was bedeutet, es funkelt in vielfältigster Weise, denn was es nicht mehr gibt, ist der kugelrunde katholische Kosmos des Mittelalters, den hat Luther zerschlagen, indem er die Wahrheit in die Schrift, sozusagen in gutenbergsche Blätter hinein wehen ließ und auf der anderen Seite ins Gewissen jedes Einzelnen, der mit Gott auszumachen hat, was seine Wahrheit ist, und seine Sünden, aber es ist nicht mehr etwas Absolutes, das einem von außen sagt, was die Wahrheit ist, in Form eines Katechismus und eines Dogmas. Es gibt auch nicht mehr die andere kugelrunde Welt der Antike, wo man wusste, wo die Götter leben, wo die Menschen leben, wo die Satyre sind und die Nymphen, und dass Odysseus irgendwann doch nach Hause kommt. Odysseus kommt nicht mehr nach Hause. Er wird bloß noch zum Spiel unserer Fantasie. Man sieht es bei unter anderem Ulysses. Und wenn nur noch tausenderlei Subjektivitäten ihre Blitze schießen lassen in der Unendlichkeit einer Nacht, die keinen objektiven Sinn mehr besitzt, dann sind wir in der Neuzeit angelangt. Die ist ja bekanntlich dadurch gekennzeichnet, dass Cartesius am Anfang sagt, wir müssen alles Wissen und alle Wahrheiten in Frage stellen, denn die sind nicht dadurch wahr und nicht dadurch ein Wissen, bloß weil sie überliefert sind und über irgendwelchen Büchern der Name Thomas von Aquin oder Plato oder sonst einer steht. Kurzum, es gibt keine Gewissheit mehr,
Kleist verzweifelt daran, er ist auch an anderen Dingen verzweifelt. Man verzweifelt meist nicht an theoretischen Dingen, aber wenn die noch dazukommen, dann ist das Maß eben voll. Als er Kant liest, sagt er, um Gottes Willen, es ist ja nicht mal mehr die Wissenschaft wahr, selbst die kann uns nicht mehr erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das wissen wir heute auch, spätestens bei Corona, die Wissenschaft diskutiert, Gewissheiten hat sie auch keine. Es ist vom Paradigmenwechsel der Wissenschaften längst die Rede. Es gibt auch die anarchistische Wissenschaftstheorie von Paul Feyerabend, der sagt, das sind alles Konstruktionen, Erfindungen, eine große Debatte, eine Wahrheit gibt es dahinter nicht. Das ist der Zustand der Neuzeit. Und was mich fasziniert an diesen Jahren, sagen wir mal zwischen 1770 und 1800, 1810, dass damals in einer unendlich kompakten Art und Weise von Leuten, die man an zwei Händen abzählen kann, vielleicht sogar an einer Hand, dass alle die Probleme, die wir heute diskutieren, dort in unendlicher Komplexität bereits diskutiert werden. Nämlich der große Sinn ist weg, der große Gott ist weg, das große Ganze ist weg. Und man hat es natürlich immer wieder versucht zu ersetzen, durch die Nation, durch Blut und Boden, durch kommunistische Fantasien. Also man hat immer versucht, sozusagen die Lücke zu stopfen, die Leere zu füllen. Wir wissen immer, was bei rausgekommen ist, nichts Gutes. Denn wenn der Sinn wieder von einer souveränen Instanz, sei es die Partei oder der Führer oder was auch immer, der Zeitgeist in Form der Diskurse, wie man seit Foucault sagt, wenn die bestimmen, was der Sinn zu sein hat, dann wissen wir alle, es ist natürlich nicht der Sinn, man kann ihn nur mit diktatorischen Mitteln durchsetzen. Genau das ist die Diskussionslage auch bei den drei Tübingern, die wir sagen, da einfach in der WG zusammen waren, die drei, auch wenn sie dann nicht vielleicht ein Zimmer waren, aber das ist einfach ein guter Mythos. Und wir brauchen natürlich Mythen. Heute sagt man, wir brauchen ein Narrativ, das ist das Gleiche. Und am Anfang sagen die sich, nachdem sie ja große Kant-Leser waren, naja, die Aufklärung ist gut und recht, aber sie bringt uns keinen Sinn zurück. Sie sagt uns nur, was eigentlich nicht mehr geht. Das ist Schellings große Frage. Wie können wir nach Kant eigentlich wieder positiv denken? Wir können immer nur sagen, was nicht mehr geht. Das kann es doch nicht sein. Sozusagen, wir sind lebende Negationisten. Und dann versuchen die 30, also wir gehen jetzt davon aus, dass dieses Systemfragment von den Dreien stammt, an der Quadratur des Kreises. Wie können wir wieder einen kompletten Sinn in diese Welt bringen, nennen wir es Mythologie, die ganz große Erzählung, das ganz große Narrativ. Und gleichzeitig soll es aber nicht bloß irgendein irrationales Zeug sein, sondern eine Mythologie der Vernunft. Also Aufklärung wird beibehalten, Mythos muss trotzdem da sein. Daran knapsen wir bis heute rum. Und da entsteht dann auch die Frage, wo sich Hegels und Hölderlins Wege trennen. Wer oder was in der Welt kann das eigentlich? Nun wissen wir, dass seit der Romantik, ich sage es mal so pauschal, viele Menschen, vor allem in unserem Tätigkeitsbereich, sage ich mal, sagen, ja, die Kunst gibt die Antworten, die Kunst ist das Höchste, die Kunst ist halt 100-mal wissender und sinnvoller und bilderreicher und tiefer und zugleich glitzender als alle Politik, als alle abstrakte Philosophie, die Kunst sagt's. Das wäre grob gesagt mal Hölderlins Weg. Naja, da muss man auch vorsichtig sein, weil da blitzen auch nur Subjektivitäten in der Kunst. Und ich will mir ja nicht von Joseph Beuys sagen lassen, was die Wahrheit ist und die Zinspolitik. Da gibt es auch andere Meinungen. Das führt zu nichts. Das ist wunderbar, dass das gibt, aber da würde Hegel natürlich sagen, lass uns doch einfach die Trennungen, die die Neuzeit geschaffen hat, durchaus ernst nehmen. Es gibt den theoretischen Bereich, es gibt auch die Wissenschaften, die sind auch zersplittert in tausend Teile. Es gibt die Philosophie, die aber nicht mehr sozusagen die Antwort gibt auf alles. Das ist eher ein Reflexionsmedium. Und da sind wir schon in all diesen Debatten, die wir schulbuchmäßig zwischen der Aufklärung haben und der romantischen Gegenbewegung. Die Romantik hätte es gern fülliger und voller und was zum Beißen. Und dass diese Debatten dort in wenigen Jahren alle diskutiert werden
Und wir heutzutage das alles auch diskutieren. Wie können wir die ganzen Trennungen in der Welt wieder halbwegs schließen? Das finde ich so faszinierend, dass ich denke, es gibt keine Zeit, mir wäre keine bekannt, in der in wenigen Jahren so viele elementare, fundamentale, unlösbare Dinge so diskutiert wurden, wie wir heute im Prinzip nicht weiter sind und wahrscheinlich auch nicht weiter sein können. Ja. Lieber Karl-Heinz, und vielen Dank. So, damit ist doch jetzt schon mal eine ganze Menge auf den Tisch. Aber an dieser Stelle kommt jetzt noch eine zweite musikalische Zäsur. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt, weil wir schon mal unsere Plätze eingenommen haben, einfach sitzen bleiben und sehen, was in unserem Rücken sich jetzt abspielen wird. Als weiteren musikalischen Beitrag hören Sie nun von Vinko Globokar das Werk Korporell, bemerkenswert von 1985, in dem ein Schlagzeuger seinen Körper als Instrument benutzt. Auf die Frage, in welchem Maß der Musiker bei seinen Stücken zum Träger der szenischen Dramaturgie werde, antwortet der Komponist: Mein Percussionstück Korporell ist die Geschichte eines Menschen, der seinen Körper mit Gesten erforscht. Wie man das umsetzt? Ich bin kein Schlagzeuger, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Es hängt von der Intelligenz des Darbietenden ab. Was für ein Mensch ist er oder sie? Welche Art von Ausbildung hat er? Wo kommt er her? So Globokar. Simultan zu meiner Interpretation von Korporell auf der Bühne hören Sie Professorin Angelika Lutz im Zuschauerraum mit der Komposition Winterblumen von Gerhard Stäbler, die er auf einer Konzertreise in den Libanon im Jahr 1995 konzipiert hat und die für ihn zu einem bleibenden Erlebnis wurde. Winterblumen ist inspiriert von Friedrich Hölderlins Gedicht Hälfte des Lebens und schließt gleichzeitig alle bedrückenden und beglückenden Eindrücke von den Begegnungen mit den Menschen im Libanon ein, die sich trotz immenser Zerstörung, Spontanität, Offenheit, beherztes Lachen und Humor, kurz die Lust zu leben, bewahrt haben.
Neulich las ich folgende Behauptung. Die Geschichte der Menschheit besteht aus einer langen Aneinanderreihung von Synonymen für denselben Begriff. Es gilt, diese Behauptung zu widerlegen. Ja, ganz herzlichen Dank. Was für ein Einsatz, ja. Was für ein Einsatz. Dann bleiben wir doch mal gleich beim Körperlichen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Hölderlin durch Stift geht, dann heißt es, da geht Apoll. Während Hegel als, schon der junge Hegel, als alter Mann karikiert wird. Von welchen physischen Grundvoraussetzungen gehen wir da eigentlich aus, Herr Ott? Herr Hegel war früh schon berühmt als kräftiger Biertrinker. Das macht einen in der Regel ja auch nicht schöner. Und ja, ich weiß nicht, La Vater hätte natürlich eine Erklärung dafür, dass der eine Dichter werden musste und der andere Denker. Der Dichter hat natürlich immer etwas Attraktiveres an sich als der Denker. Denken strengt ja auch mehr an, Dichten. Dichtung bringt sowas Ähnliches wie Klänge in die Welt, selbst wenn man es nicht versteht unbedingt, was diese Wortklänge sagen. Aber sie haben doch im Gegensatz zur Philosophie die Fähigkeit, einen in irgendeiner Weise mitzutragen. Und darum passt natürlich so ein apollinisches Geschöpf auch besser zur Dichtung, zumindest in unserer Klischeevorstellung, als ein grüblerisches Wesen, das sich in trockenen Begriffen bewegt. Jürgen Kaube, der Hegel, den wir da in Tübingen treffen, der ist sich noch gar nicht so sicher, was aus ihm wird, haben Sie gesagt. Die drei, Schelling, Hölderlin, Hegel, nur eines, Pfarrer werden das auf keinen Fall. Das müssen Sie, das ist der Deal sozusagen Ihres Studiums. Sie haben nur eine Chance, sich vom Pfarrer werden zu befreien, indem Sie sagen, wir werden Hofmeister, also Hauslehrer.
das bewahrt davor. Aber sie drucksen sozusagen rum, indem sie das sich gegenseitig ja auch zuschustern. Aber was ist das für ein Mensch, der junge Hegel in Tübingen, der alte Mann? Naja, der ist sehr früh eben ein Leser, der alles liest, was er in die Finger bekommt, und kein Geisteswissenschaftler, wie man sich das heute vorstellt, also durch auch viel Physik und Mathematik. Habilitation, schreiben Sie, das hat mich ja total verblüfft, schreibt Hegel über die Planetenumlaufbahn. Ja, er wollte den Beweis dafür erbringen, dass zwischen den bekannten Planetenbahnen keine weiteren Planeten angetroffen werden können. Das hatte den Nachteil, dass als er das schrieb, ein halbes Jahr vorher so ein, was man heute Exoplanet nennt, angetroffen wurde, und insofern hat er eigentlich an der Physik seiner Zeit dann knapp vorbeigeschrieben. Es ist eine ganz wunderliche Arbeit auch. Man versteht zum Teil gar nicht, welche Berechnungen das sind. Das hat dann zu dem, finde ich, Vorurteil geführt, dass er eben so ein Mann der Geisteswissenschaften, der Begriff existierte damals natürlich noch nicht, sei und typischerweise eben diese Irrtümer mache im naturwissenschaftlichen Bereich. Aber das ist ein bisschen gehässig formuliert, weil zum einen war die Wissenschaft damals durchaus nicht so konsolidiert. Ja, also das fing gerade erst an, dass Disziplinen sich ausbildeten und nicht nur einzelne Wissenschaftler existierten. Zum anderen gibt es Gebiete, nehmen wir die Mathematik, in denen er sich sehr, sehr gut auskennt. Und ob nun Goethes oder Newtons Farbenlehre richtig sei, das hat sich dann halt später entschieden. Und er hat auf die falsche Karte, also auf Goethe, gesetzt, den er ja auch persönlich sehr gut kannte. Und die mochten einander. Also er ist erst einmal ein Leser, homogen, Geographie, Physik, Dichtung. Und zwar Trivialdichtung, aber natürlich die antiken Stoffe, und er liest einfach, was er in die Finger bekommt. Und dann ist er jemand, der natürlich wie die anderen beiden auch stark angestoßen war durch die Französische Revolution, kurz gefasst durch die Vorstellung, dass die Gesellschaft durch Ideen veränderbar ist. Also das war natürlich wahnsinnig attraktiv für Kantleser oder so, dass man eigentlich die Gesellschaft konstruieren kann, würde man heute vielleicht sagen. Und dann interessierte ihn aber vor allem am Anfang seiner privaten Schreibübung, interessierte ihn vor allem die Frage, wie man eigentlich eine solche bürgerliche Gesellschaft, wie man die Mitglieder dieser Gesellschaft zur Tugend anhalten könne. Weil er hatte zu Recht natürlich die Vorstellung, dass man denen jetzt nicht einfach die Kritik der reinen und praktischen Vernunft vorliest und dann ist alles gut. Und so. Also braucht es so etwas wie Mythologie oder ja, Religion? Ist das vielleicht die Funktion der Religion? Oder ist das vielleicht die befreiende Funktion der Religion im Unterschied zu der aus der alten Kugelwelt kommenden, doch eher etwas repressiven Funktion? Jedenfalls haben die das so wahrgenommen, die drei. Also das ist so der Ideenumkreis. Und da geht es noch nicht sehr um Fichte. Und auch Kant ist jetzt nicht, Rousseau ist irgendwie wichtiger als Kant. Und es ist noch nicht, er ist auch noch nicht in diesen Techniken der Philosophie so drin. Diese Begeisterung, die kommt erst später. Und wenn man will, durch lebensgeschichtlich eigentlich auch durch einen Zufall befördert, der Vater stirbt, es gibt ein Erbe, er kann jetzt studieren im Echten. Also, und kann sich praktisch einkaufen in die Universität Jena als jemand, der da lehrt. Ja, so waren die Universitäten damals. Außerordentlicher Professor heißt zu dieser Zeit, ohne Gehalt zu unterrichten. Es kommt dann ein kleines Gehalt, über Goethe wird das vermittelt, aber das hätte am Ende auch nicht gereicht zum Leben. Und am Ende der ganzen Jenenser Zeit, als er dann sein erstes wirkliches Hauptwerk schreibt, ist er eigentlich auch völlig pleite. Also er wird dann kurz Zeitungsredakteur in Bamberg, um Geld zu verdienen, und danach 10 Jahre lang Gymnasialdirektor in Nürnberg. Also es ist noch zwischen der Phänologie des Geistes und der Professur liegen noch weitere 10 Jahre. Was auch daran natürlich lag, dass dieses Buch nur geschrieben wurde, aber nicht gelesen. Ulrike Almuth-Sandig, wie ist es bei Ihnen? Was hat Sie erstens mal Hölderlin und Hegel entdecken lassen, und welche Rolle spielt Philosophie für Ihre Dichtung heute?
Nee, ich würde eigentlich von so Grundwissen, was man im Studium lernt, abgesehen, würde ich nicht sagen, dass Philosophie tatsächlich in meinem Leben eine Rolle spielt, in dem Sinne, dass ich natürlich so Crushes habe, in denen ich aber zugegebenermaßen auch oft Impulsen folge, die von außen einfach an mich rangetragen werden. Im Moment lesen alle Hannah Arendt, also will ich verstehen, warum lesen plötzlich alle Hannah Arendt, um sie dann am Ende auch zu lesen, um zu merken, okay, irgendwie passt die immer wahrscheinlich, weil die sich so oft widersprochen hat. Und also ich bin oft enttäuscht, wenn ich Philosophie lese, aber das liegt nicht daran, dass ich schlauer bin, sondern dass ich vieles nicht verstehe, weil einfach meine Denkweise anders ist. Und bei Hegel ist es tatsächlich so, dass ich glaube, man braucht mehr Vorwissen, um sich da so durchzuwühlen, um erstmal zu merken, okay, es ist vielleicht jetzt nicht so interessant, was er über die Chemie und die Physik gesagt hat. Vielleicht muss ich irgendwie, ne, vielleicht ist es dann auch dadurch gut, dass es dann solche Bücher gibt wie Ihres, Herr Kaube, weil jemand wie ich dann einfach merkt, okay, hier gibt es einen Leitfaden, ich komme irgendwie rein, ohne direkt jetzt irgendwie mich durchwühlen zu müssen, um an Hegels ganzen, an dem vielen Uninteressanten und auch, wie ich finde, Unwichtigen, was er auch gesagt hat, um zum Kern vorzustoßen. So. Natürlich ist es aber, geht es mir vielleicht so auch wie Hölderlin, dass für mich Dichtung selbst eben nicht nur Musik ist, sondern durchaus und auch nicht leicht, um mal den kleinen Hint von vorhin da irgendwie zurückzustechen, sondern auch eine Denkform ist. Und diese Denkform ist, und daher auch meine Abstoßungsreaktion gegen die Philosophie, eng verwandt mit der Philosophie. Daher kommt die Abstoßung, glaube ich, durch diese nahe Verwandtschaft tatsächlich. Damit sind wir ja bei dem schon mehrfach angesprochenen ersten Systemprogramm des deutschen Idealismus. Diese Geschichte ist ja zu schön, um wahr zu sein fast, aber sie ist wohl wahr. Herr Ott, Sie beschreiben es, Sie auch, Herr Kaube. Vor etwa 100 Jahren findet sich ein Manuskript. Das hat also schon eine Geschichte, allein schon die Geschichte dieses Manuskriptes ist eigentlich von Borges erdacht. Da wird man schon misstrauisch. Ja? Die Handschrift, korrigieren Sie mich, hat man jetzt irgendwie doch Hegel zugeschrieben, aber ist es lediglich ein abgeschriebener Text von irgendjemand anderem? Haben Schelling, Hölderlin und Hegel es zusammen sich ausgedacht oder stammt es am Ende doch nur allein von Hölderlin? Jedenfalls, was ist dieses Systemprogramm des deutschen Idealismus und welche Rolle spielt es für uns heute? Es ist genauso, wie Sie sagen, es füllt ja spätestens seit den 70er Jahren halbe Bibliotheken. Wer hat es geschrieben, wer hat es nicht geschrieben und so weiter. Also da haben auch manche Philosophen jahrelang sich mit fast nichts anderem beschäftigt als mit dieser Frage. Vermutlich ist auch ein fremder Text, so wie man ja inzwischen bei Nietzsche vermutet, dass der Text, auf den sich die ganzen Diskurs- und Dekonstruktionstheorien stützen, nämlich über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, vermutlich auch nicht von Nietzsche ist, sondern er irgendwo abgeschrieben hat. Aber vermutlich kann man das auch nicht lösen. Wir gehen einfach davon aus, und ich glaube, bei dieser Hypothese, das ist ein guter Ausgangspunkt, um eben auch dann nachher zu sehen, wo sich die Wege trennen. Dieses aufklärungskritische Bedürfnis nach wieder einer sinnstiftenden Instanz, die wir Mythos nennen. Und Mythos heißt ja nichts anderes als Erzählung. Also wir brauchen eine Erzählung, weil eben eine Welt, die aus Begriffen, aus Abstrakta besteht, da kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Und mich stört es auch nicht, ob es ein fremder Text ist oder ob letztlich Hegel geschrieben hat und Hölderlin diktiert. Es ist einfach ein nicht zu überbietender Ausgangspunkt, auch im ganzen Fragmentarischen. Ich meine, das Fragmentarische hat ja auch immer seinen eigenen Reiz, da kann man dann noch
einen großen Überschuss noch selbst rein fantasieren. Es beginnt ja auch mit einem Bindestrich oder mit einem Gedankenstrich und es endet auch im Losen. Und es sind natürlich lauter Gedanken, die unter rein logischen Gesichtspunkten, mit Logik meine ich jetzt nach den Gesetzen der Widerspruchsfreiheit, nicht gut zusammenpassen. Aber das ist ja auch das Faszinierende und das entspricht ja auch unseren heutigen Diskussionen. Denn wenn wir uns wieder nach dem großen Sinn sehen oder wirklich den großen Sinn auch möchten, dann müssten wir natürlich auch die Freiheit aufgeben. Freiheit andererseits bedingt, dass man sich eben nicht von jemand sagen lässt, was der Sinn zu sein hat. Und dieses Dilemma wird bleiben. Und natürlich gibt es auch immer beide Strömungen, die sagen, nein, der Sinn ist wichtiger als Freiheit, so wie Sicherheit wichtiger sein kann als Freiheit. Und in diesem Sinn, finde ich, hat man in diesem kleinen, kurzen, anderthalbseitigen Dokument alle unauflösbaren Debatten drin. Naja, eigentlich müsste das ja Ihnen genau zuspielen, Frau Sandig, weil in diesem Systemprogramm steht ja ganz klar, dass die Poesie der Philosophie überlegen sei. Die Königsdisziplin quasi. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so, aber es hat mich tatsächlich, als ich das gelesen habe, erstaunt, weil ich Hegel und auch daher vielleicht, das hat vielleicht auch was mit meiner Abneigung gegen Hegel zu tun, dass ich ihn immer als denjenigen für mich abgespeichert hatte, der so das Ende der Kunst und auch gleich mit das Ende der Poesie eingeläutet hatte. So verstehen das Leute, die mit Philosophie nicht viel zu tun haben, wie ich, ne? Und dann schreibt der solche Sätze und überhaupt dieses Ganze, wie das Ding schon losgeht, ist natürlich in seiner Knappheit. Der Mensch ist frei. So, das ist nicht nur modern, sondern das ist anarchistisch. Und das finde ich, dieses keine Macht für niemand, also so der Staat muss enden, ist glaube ich so die zweite These, wenn ich das recht erinnere. Das finde ich eigentlich viel interessanter, als was die jetzt nur genau über Poesie gedacht haben und wie jetzt auch so die Verbindung zwischen Gattungsgeschichte und der Herleitung über Geschichtsphilosophie, also wie genau die jetzt die Unterteilung zwischen den poetischen Kunstformen gemacht haben. Das finde ich so interessant für ein Proseminar, aber interessanter finde ich die Tatsache, dass diese Jungs, die in ihrem Leben nie eine freie Entscheidung offenbar treffen durften, durch die Schule, durch die sie gegangen sind und da in diesem Stift zusammengequetscht sitzen und wahrscheinlich, ich will mir nicht vorstellen, wie man damals, also das war wahrscheinlich jetzt, da stand kein Sofa, ja, also das war kein Wohnen, wie wir wohnen, das war eher ein Hausen, so stelle ich es mir vor, wie die da sitzen mit dieser Biografie der doch Knechtung durch die Kirche als einzige Möglichkeit, einen Beruf ergreifen zu können. Erstmal, so wurde ihnen das ja vermittelt. Und dann sagen, der Mensch ist frei. Finde ich absolut, also ich höre nicht auf, mich darüber zu erstaunen, merken Sie schon, Herr Scheck. Ja. Da durfte ich vielleicht eine kurze Anmerkung machen. Wenn Hegel vom Ende der Kunst redet, ist genau das Gegenteil dessen gemeint, was man darunter verstehen könnte. Denn er sagt genau, die Kunst ist ab jetzt frei. Und sie war eigentlich in diesem Sinne nie frei. Es bedeutet nämlich, dass er sagt, die Kunst hatte bislang immer auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Kunst hatte bei den Griechen die Aufgabe, die Mythologie zu präsentieren. Die hatte in der Kirche die Aufgabe, die Leute mit Bildern zu bestücken, die nicht die Bibel lesen konnten. Die Religion war immer eingespannt in ein Geschäft. Auch dort, wo jetzt nicht jemand bezahlt wurde dafür, hat er, wie man es an Dante sehen kann, sozusagen nach wie vor diesen Kosmos mit Gedichten bebildert. Und das Ende der Kunst bedeutet, jetzt kann jeder tun, was er will. Und das beschreibt natürlich absolut den Zustand seit 1800. Denn ab dem Moment wehrt man sich ja wirklich
sei es gegen Gattungsbegriffe, sei es gegen Kunstregeln. Es beginnt schon ein bisschen früher, aber die Romantiker treiben sozusagen auf die Spitze. Und wir sehen ja, wie die Entwicklungen bis heute sind. Also es gibt ja für einen Künstler nichts Schlimmeres, als ihm vorzuschreiben, wie er etwas zu tun hat. Das ist ja sozusagen die größte Majestätsbeleidigung. Und deshalb beschreibt Hegel komplett richtig das Ende der Kunst. Das Ende der Kunst heißt, ab jetzt kann jeder tun, was er will. Aber bei Hegel klingt es ja dann doch noch etwas schärfer, weil er unterstellt ja, dass die Kunst eine Art spirituellen Treibstoffmangel hat. Es hilft nichts, unser Knie beugen wir doch nicht mehr, ist die berühmte Formulierung, Herr Kaube, die Sie zitieren. Ja, also für die Freiheit zahlt die Kunst einen Preis. Es gibt sie nämlich nicht mehr als die Kunst, sondern es gibt halt Tausende und Abertausende von Werken. Und die werden anders, das ist jedenfalls Hegels Vorstellung, da müsste man jetzt Leute, die sich in Griechenland auskennen, fragen, ob das so stimmt. Diese Werke sind nicht mehr untereinander verbunden oder sporadisch. Sie nehmen etwas von Hölderlin auf, wie Sie gesagt haben, mischen das mit zu und anderes kommt aber nicht vor und dann gibt es Leute, die erfahren gar nicht davon. Also die Kunst ist nicht mehr repräsentativ. Deswegen hat sie für Hegel ihren Höhepunkt im Griechentum, weil sie dort praktisch an die Stelle der Religion tritt. Ja, die Griechen waren ja religiös, also man hat mal gesagt, Homer hat die griechischen Götter erfunden, das geht vielleicht ein bisschen weit, aber das war stark ineinander verschraubt. Ja? Während es heute natürlich auch noch Kunst gibt, die der Verehrung unterliegt oder Stefan George oder so, es wird versucht, quasi religiöse Verehrung auf bestimmte Kunstformen zu ziehen. Aber das ist trotzdem immer punktuell. Es gibt immer Leute, die sagen, George, nee, ich bin bei Rilke. Oder inzwischen Leute, die sagen, wer sind die beiden? Und das wäre in Athen in Bezug auf zum Beispiel eine Tragödie von Sophokles unwahrscheinlich gewesen, dass ein Athener, ein attischer Bürger gesagt hätte, welcher Sophokles denn? So. Also das ist sozusagen der Preis. Und deswegen spricht er vom Ende der Kunst in ihrer höchsten Bestimmung. Und das ist auch ganz interessant, da ist, wenn man so will, auch ein soziologisches Argument drin, denn die Kunst besteht eben aus diesen vielen Werken, wo man viel auslassen kann und ja sogar muss, weil es sind ja einfach zu viele. Während das für Religion als Glaube ja nicht so ist. Niemand sagt, ja, es gibt das Neue Testament, aber zum Alten bin ich noch nicht gekommen oder so. Das ist ein viel kompakteres Feld sozusagen, die Religion. Und das ist im Grunde genommen das Argument, dass dann durch den Titel Ende der Kunst ein bisschen, ist dann der Eindruck erweckt worden, als der ja dann völlig verrückt wäre, weil es kommt ja gerade eben erst richtig ins Laufen, die Kunstproduktion. Also. Ja, was auch natürlich zu Ende geht, oder zumindest ein Teil dessen, was zu Ende ist, ist natürlich auch die Verbindung zwischen Recht und Kunst. Ne? Dass Kunst nicht mehr die Instanz ist, die halt irgendwie sagt, was richtig und was falsch ist. Und das kann ich nachvollziehen. Und auch wieder nicht, denn wenn ich Hölderlin lese ich auch in den Hymnen um den Jahrhundertwechsel herum ein sehr starkes, natürlich auch einen starken politischen Willen, nach wie vor auch durch die Enttäuschung, dass seine Hoffnungen sich nicht erfüllt haben und auch durch die, ja schon auch durch die Art, wie er Naturbilder neu belegt. Das macht er ja auf eine ethische Art und Weise. Also er verarbeitet ja, also und da finde ich Hegel mit diesem, das ist jetzt vorbei, jetzt in Zukunft ist alles möglich, das stimmt schon auch irgendwie, aber ich merke, man soll das nicht vergleichen, man kann die zwei sowieso nicht vergleichen, aber ich merke natürlich, ich kann bei Hölderlin sehen, es ist vorbei und wir finden eine neue Art, doch über die Welt und was richtig und falsch ist, nachzudenken, ohne es quasi pantheistisch alles vorgeben zu müssen. Hölderlin hält ja an einem, wenn ich es recht weiß, bis zum Ende seines Lebens fest, nämlich an dieser Vorstellung, dass wir in einer Götternacht
Leben. Das ist das, woran dann Heidegger anknüpft, und das ist vornehmste Aufgabe des Dichters sei, ja, dass es überhaupt der Prüfstein des wahren Dichters ist, dass er und allein er oder sie vermag, diese Götter zurück auf diese Erde zu singen. Und erst dann käme ein zivilisatorischer Fortschritt wieder in Frage. Halten Sie an diesem Anspruch fest, Herr Ott? Ja, ich schon dreimal nicht. Aber man muss immerhin sehen, woher es kommt. Der Glaube entspringt natürlich der griechischen Mythologie, also die ersten beiden Dichter, Hesiod und Homer, denen verdanken wir ja bis heute einen Großteil unseres Wissens über die griechische Mythologie. Und in diesem Sinne keimt da wieder die Hoffnung auf, dass die Dichtung eben eine neue Mythologie schaffen kann, in der wir uns wiederfinden. Dass das natürlich vollkommen hypertroph ist in der heutigen Welt, die muss noch gar nicht globalisiert sein, sondern in einer, man kann auch sagen, großartigen Vielfalt, aber auch in einer Vielfalt, wo man nie und nimmer in einer solchen mythischen Erzählung zusammenkommt. Also allein, wenn man sich vorstellt, man würde abstimmen, wer ist für die Mythologie, wer für eine andere, das führt natürlich in die Realgroteske. Und ich kann, also für mich ist es schlichtweg undenkbar. Ich möchte auch nicht unter dem Gesetz einer neuen Mythologie stehen müssen, denn letzten Endes kann das doch nur in irgendeiner Art von Tyrannei durchgesetzt werden, indem man ein anderes Denken halt verbieten muss. Aber es gibt durchaus Ansätze, die sich in der Weise auch heute finden. Bei Foucault zum Beispiel zieht sich das fast vom Anfang bis zum Ende durch. Also sein erstes berühmtes Werk, ich glaube 1961 erschienen, Wahnsinn und Gesellschaft, da kommt er nur paar wenige Male auf Hölderlin. Er hat sich nie mit Hölderlin beschäftigt, aber Hölderlin wird immer zur Chiffre. Und wenn ich es mal kurz zusammenfasse, es ist ja die Kritik nicht nur an der Aufklärung, sondern an der gesamten Neuzeit, dass er sagt, die Vernunft ist gar nichts Herrliches, Großartiges. Dieses Licht der Vernunft ist im Grunde ein Ausschlussinstrument, weil es alles, was ihr nicht entspricht, stigmatisiert als wahnsinnig, als Nacht, als Irre, als weiß Gott was, also als abnormal. Das Normale ist die Vernunft, das andere ist das Abnormale. Und in diesem Sinne, es ist dann etwas ausführlicher in die Ordnung der Dinge, aber das zieht sich auch in seinen Gesprächen durch, sagt er immer wieder so chiffreartig, wir brauchen ein anderes Denken, wir brauchen ein Denken, das sozusagen wieder hinter die Vernunft zurückgeht. Und das kann nur ein Denken sein, das auch nicht den Anspruch besitzt, dass die Dinge rational sind. Denn Rationalität ist ein Kontrollinstrument, ist ein Disziplinierungsinstrument, ist ein Vernunftzwanginstrument, und das hat Katastrophen gebracht über uns. Und deshalb brauchen wir ein anderes Denken. Und da nennt er eigentlich immer den Namen Hölderlin und Artaud, manchmal auch Van Gogh, in dem Fall jetzt kein Dichter, oder auch Lautréamont oder Nerval. Und das kann man aus dem Kontext von Foucault heraus verstehen. Aber ich selbst kann mir keine Welt vorstellen, in der ein solches Denken uns politikfähig macht. Und ich meine, letztlich entscheidet doch die zentrale Frage, wie können wir, so kompliziert das Leben ist, zusammenleben. Und da würde ich sagen, bitte Hände weg von solchen Fantasien. So anrührend ich die Geschichte von Hegels Schwester Christiane finde, die Sie auch erzählen in Ihrem Buch, die sich ja in der Nagold erdrängt hat nach Aufenthalten in der damals üblichen Psychiatrie, so sehr ist mir doch der frühere Bürgermeister von Stuttgart, Manfred Rommel, nahe, der keine Rede hielt ohne ein Hegel-Zitat. Und da hat man ja eigentlich die Idee gewinnen können, die Karl-Heinz Ott kurz skizzierte, dass man nur mit Hegel Politik machen kann. Na, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist richtig, seine Rechtsphilosophie ist schon so ein Versuch, also das Recht für eine moderne Gesellschaft zu begründen. Ohne Verfassung,
obwohl er auch Schriften über Verfassung hat, weil das eine große Debatte damals war, zwischen den Landständen und den Herzögen, den Monarchen. Aber in der Rechtsphilosophie sieht er nicht die Notwendigkeit einer Verfassung. Er sieht auch nicht unbedingt die Notwendigkeit von demokratischen Wahlen. Er sagt, mit so Argumenten, die man sich durch den Kopf gehen lassen kann, er sagt, was soll dabei herauskommen, wenn die Leute je nach Laune irgendetwas ankreuzen und dann wird das zusammengezählt. Und also er kann sich den gesellschaftlichen Sinn davon nicht vorstellen. Aber sonst, wenn man mal diese beiden Punkte wegnimmt, ja, ist es so eine ziemlich komplette Skizze einer Gesellschaft, die Freiheit als Recht begreift, nicht als irgendwie eine Körperqualität oder ein Projekt oder so, sondern ein Recht. Und das ist für ihn vernünftig. Und das ist ja ganz interessant, wie Sie das gerade referiert haben, diese Art von Kritik an der Vernunft. Sie sei nicht vollständig, sie sei exklusiv, sie sei elitär, ein Oberschichtenprojekt, Alter und so weiter. Die ganze Zweifel an der Vernunft können ja selber, und das ist eigentlich eine banale Einsicht, können ja selber nur auf vernünftige Weise vorgetragen werden. Also auch Foucault muss das ja in Form von Argumenten machen und Argumente heißt, es muss offen sein für Gegenstimmen. Also es muss so aufgebaut sein, ein Argument, dass man die Stellen bezeichnet, an denen man sagt, ja, hier kann man abweichen, hier kann man es vielleicht anders sehen. Und gerade die gesellschaftliche Vernunft, wenn man von sowas überhaupt sprechen will, ja, dann würde man sagen, die existiert ja im Plural. Also Kausalität in der Chemie ist was anderes als Kausalität in der Politik oder im Familienbereich oder so. Und ein Argument in der Familie ist was anderes als ein Argument in der Schule. Deswegen trennen wir ja Schule und Familie auch. Also es gibt eigentlich nur die Vernünfte und für Hegel, der eigentlich diesen Gedanken hat, weil er das ja einfach abarbeitet, diese ganzen Gebiete Kunst, Religion, Geschichte, Naturwissenschaft, Recht und so. Für ihn gibt es dann halt eine Art singuläre Vernunft in Gestalt dessen, der all dies sieht, der all dies begreift. Was heute ein Unternehmen wäre, was ich niemandem anraten würde, der, wie hieß es da, alt und schön werden will oder schön bleiben und alt werden. Das wäre heute ja völlig verwegen zu sagen, ich trage etwas zur Logik der Medizin vor und in meinem nächsten Buch handle ich dann über die Kunstgeschichte des alten Ägypten und dann habe ich noch so ein Buch über Besitz und Eigentum oder so. Das ist es wäre ein sehr anspruchsvolles Unternehmen. Da kann man vielleicht den Epochenabstand zu Hegel messen, dass wir sagen, wir leben in einer Zeit, in der sich schon über italienische Lyrik gut auszukennen, große Verzichte in anderen Lektürebereichen erfordert. Ja. Hegel starb bekanntermaßen an der Cholera, einer Pandemie seiner Zeit. Ulrike Almuzantik, ich finde, wir beenden unser Gespräch mit etwas, was ich Sie fragen möchte, nämlich wenn Sie heute im Hölderlin-Turm in Tübingen stehen, was geht da in Ihnen vor und wie frei ist eigentlich die freie Schriftstellerin Ulrike Almuzantik? Wie frei fühlen Sie sich heute? Ja, das hat viele Ebenen. Da hole ich jetzt mal die nächste Dreiviertelstunde lang so ein bisschen aus. Das geht schon damit los, dass man natürlich hofft, mit den Arbeiten, die man macht, auch gelesen oder gesehen und gehört zu werden. Und diesen Film, den ich gemacht habe, den habe ich wirklich direkt vor dem ersten Lockdown abgeliefert und eine Woche später war der Hölderlin-Turm zu. So, das bedeutet, es hat einfach kein Museumsbesucher das Ding monatelang gesehen. Inzwischen ist er wieder offen, aber so, das war ein Schlag ins Gesicht erstmal, gemessen daran, dass man viel Energie und Arbeit und Denk- und Hoffnungsarbeit da hineinsetzt. Und dann habe ich aber von Lockdown zu Lockdown sozusagen immer stärker
einfach meine eigenen nischenhaften Wege im Internet versucht zu finden und habe stärker eben zum Beispiel diesen Film auf Poesiefilmfestivals zu Poesiefilmfestivals geschickt und laufen lassen und habe ihn auf meinem eigenen kleinen, winzigen YouTube-Kanal gefeatured und habe mehr Produktionen angeschlossen, viel einfach eben Dichtung mit Musik und Film versucht zu verbinden, auch um diese ganze ins Leere zu laufen drohende Bühnenenergie irgendwo hinlaufen zu lassen, weil ich lange und mit viel Begeisterung und Liebe wirklich das Vortragen von Literatur als eine Kunstform begriffen habe, die sich sehr unterscheidet von dem Schreiben von Literatur. Und ich habe das immer gerne verbunden. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht nur Schriftstellerin, sondern doch auch Vortragskünstlerin. Und plötzlich ging das nicht mehr. Also habe ich sehr viel ins Internet verlegt, habe sehr viel Zeit im Tonstudio verbracht und in Schnitträumen gesessen. Und dann dadurch auch wenn Freiheit auch bedeutet, vielleicht nicht zu wissen, ob du gelesen und gehört wirst, aber doch alles dafür zu tun, dass du es wirst und es ausdrücken zu können und dir niemand verbietet, das irgendwie rauszuschicken in die Welt, dann habe ich doch da in dieser Zeit auch eine gewisse Freiheit auch gefunden natürlich. Und ich denke, diese Freiheit, sagen und ausdrücken zu können und in Austausch treten zu können, das ist eine Freiheit, die haben wir uns alle behalten. Das ist ein großer Verdienst. Das ist nicht nur auch dieses Internet, diese Blase, in die wir alles reinschmeißen, wo immer alles untergeht, sondern es ist doch auch sehr viel Austausch und auch ein Austausch möglich gewesen, den ich fast schon auf eine andere, neue Art intim finde, als ein Austausch, wie er auf der Bühne gewesen ist. Also eine neue Art von Nähe, die möglich gewesen ist. Ich bin froh, wenn das irgendwann vorbei ist. Es ist bestimmt noch nicht vorbei, aber es ist gut zu sehen, dass sich doch die Freiheit des Denkens und des Wortes eben nicht unterkriegen lassen von sowas. Also auf einer Berliner Schaufensterscheibe habe ich neulich gelesen, noch dreimal Lockdown, dann ist Weihnachten. Soweit wird es nicht kommen, aber ich glaube, die Öffentlichkeit, die wir ja herstellen müssen, die wir nicht vorfinden, die wir heute Abend hergestellt haben hier in Marbach, nämlich mit einer hybriden Veranstaltung, in der wir teilweise hier vor Ort waren und teilweise gestreamt haben, die wird uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Ich danke Ulrike Almuth-Sandig, Jürgen Kaube und Karl-Heinz Ott für dieses Gespräch über Hölderlin und über Hegel und über den Baden-Württemberger Literatursommer. Schönen guten Abend.